Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Need for Speed Pro Street. Im letzten Part haben wir die obere Region hier abgeschlossen und jetzt gehen wir eben nach unten. Ihr habt schon den neuen Wagen gesehen, den Cobalt SS und den Nissan 350Z, der alles demoliert, was da ist. Und ja, jetzt gehen wir nach unten und warten ab, was es da zu sehen gibt. Wir brauchen Money, 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 darum geht's hauptsächlich. Und wir machen als erstes den Viertelmeilen-Drag. Da freue ich mich besonders drauf. Denn da werden wir ordentlich punkten. Zwei Nissan am Start dürften beide ziemlich identische Leistungen haben. Genau! Ziemlich identische Leistung. Klar. Aber ich war gespannt, wie viele Sekunden später der eintritt auf der Ziellinie. Als ich. Maximaler Grip! Ah, nur gut geschaltet. Boah, Junge, was für eine geile Zeit. Boah. Ich könnte mal einen drauf wedeln, so geil ist das. Nein, natürlich nicht. Oh Mann, ist das geil. Ey, so richtig geil, der Wagen. Also, wir könnten ziemlich identisch sein, ne? Komm schon! Ah, schade! Warum nur gut geschaltet? Ich bin regelmäßig schon wieder gut geschaltet. Ich bin die ganze Zeit bei perfekt. Seht ihr? Schade. Aber naja. 14 Millisekunden langsamer. Kriegen wir das besser hin? Man weiß es nicht. Zwei Nissan sind gleichwertig! Alter. Ich glaube, ich muss ein paar neue Diesels dran machen. Ja, das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu wenig. Das sieht schon, glaube ich, ein bisschen besser aus. Nein, langsamer. Ich hätte schwören können, ich wäre schneller. Aber naja, gut. Erster Go-Strang war der schnellere. Bäm, Junge, 11.000 Punkte! Ja, ich weiß, dass alle, die auf amerikanischen Muscle Cars stehen, ausflippen, wenn sie die Nice. Sehen. Heute sind nice, nice. So, wir machen mal das Rennen. Ja, machen wir das Rennen. Ach ja, mein Gott, macht dieses Game Spaß. Mein Gott. Es ist zwar relativ einfach, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwo einstellen könnte, dass es ein bisschen schwieriger wird. Aber naja. Irgendwie sehen die Autos, entweder hängt es an der Lackierung oder die sehen einfach grafisch nicht so toll aus. Aber ich glaube, es hängt an der Lackierung. Kuckuck. Alter, das ist doch lächerlich! Ich halte mal ein bisschen meinen Lümmel rein und direkt kaputt, ey. Was ist da los? Komischer Vergleich, aber ist so. Komm schon, grüne Zeit. Alter, die kleben aber auch schon am Arsch, ne? Das habe ich dann nach links geguckt und auch die Karte. Das ist jetzt die Kurve. Hallo? 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 Was willst du denn da? Das ist nicht ein Nissan, rechtmäßige Leistung. Farbe gerade wirklich. Mehr als beschissen. Die Zielzeit geht schon runter. Zu Recht. Können Sie sich mal verpissen, bitte? Verdammt. Oh Gott, hab ich noch alles mitgenommen, was die Kurve zu bieten hat, ne? Mann, scheiße. Ja, ja, der leichte Schaden, ne? Ich schieb's mal auf den leichten Schaden. Gut. Nicht so gut. Der
So, deutlich besser als zuvor. Sind sie halt nicht so direkt um 5 Sekunden zurückgegangen. Von daher geht das so. So, aus der Kurve raus. Und nimmst du alles mit, was du hast. Schön. So, läuft. Wir haben mal demoliert. Wie, geht nicht mehr. Aber naja. 8000 Punkte. Das ist schon ein Unterschied zu 11.000, die man ursprünglich hatte, ne? Schon krass. Und immerhin schon gewonnen. Geld ist immer gut. Geld ist immer verdammt gut. 1000, das ist schon krass. Also, bei aller Liebe, das ist krass. So. Zeitfahren-Rennen. Okay, schauen wir mal, wie das klappt. Was für ein Tag, was für ein Tag. Ja, was für ein toller Tag. Blaues Himmel, die Frauen tragen Bauch frei und der Cooper gewinnt mal wieder. Läuft. Kannst du jetzt sehen, dass der da vorne... Es muss ein Grafikfehler sein, so wie bei den Drag-Rennen. Also, kannst du mir nicht erzählen. Ich unterschätze diese Kurve, glaube ich, laufend, ne? Also, ist ja nicht das erste Mal, dass ich damit vollem Karton durchfahre. So, das ist doch ganz gut. Oh, ich komme aber auch kaum näher, ne? So, jetzt, hallo! Der muss... Das ist doch lächerlich! Das ist so lächerlich! Was ist denn das? Duschauer! Pissei, verpiss dich. Mann, das kann doch nicht mehr sein. Die gehen aber wirklich dezent auf den Sack. Okay, gerade war, glaube ich, ein Ruckler, kann das sein? Das will ich aber hier mal dementieren, dass er die beste Rundenzeit hat. Ich habe die beste Rundenzeit, das muss reichen. 3 Sekunden nur. 3 Sekunden nur. Das ist doch nicht mehr normal. Also entweder fährt der da vorne wirklich Bomben-Bestzeiten oder ich fahre einfach. Oh, scheiße. Ich glaube eher ein zweiteres. So zünden wir mal Nitro. Auch wenn ich... Das war eigentlich Blödsinn, ne? Weil die Runde ist eigentlich eh verkackt. Juhu! Aber fix unterwegs ist hier wieder. Kannst du mir erzählen, was du willst? Langsam ist er nicht. Na, hör mal, aber ich habe den jetzt überholt, ne? Also eigentlich müsste das locker jetzt eine Bestzeit sein. 1,4, das sieht doch schon mal deutlich angenehmer aus. Und auch jetzt bin ich besser gestartet, auch wenn ich jetzt hier mit ohne Nitro in die Runde gehe. So. Das sieht doch deutlich besser aus, Leute. Ich glaube, ich werde auch mal im nächsten Part wieder aufs Auto schalten, dass ihr das Auto von außen seht, weil es irgendwie doof ist, ne? Also, finde ich jetzt auch. Also, ganz ehrlich, wenn ich das als Zuschauer sehen müsste, ich wäre ein bisschen abgefuckt, wenn ich extra die Autos mache. Ihr seht eigentlich nur den Bildschirm und die Straße und so. Auch wenn das deutlich intensiver wirkt. Ich finde das sehr, sehr geil so. Ich finde es auch sehr angenehm zu fahren. Aber mit Autos doch ein bisschen besser. Das ist ein bisschen Manic for Speed. Ne? Also, schon geil, ne? Ja. Komm, jetzt ein bisschen ernst bei der Sache. Wir haben fast gewonnen und das ist gut so. Und danach kaufen müssen wir uns auch. Aber die Bestzeit... Schaffen wir das? Nee. Oder? Okay, doch. Klasse. Kann man auch mal machen, ne? Okay, deutlich weniger Punkte als erwartet, aber gut, die Strecke ist halt aber auch ein bisschen schwer, ne? Also viel Gewinn mache ich jetzt hier nicht, ne? Also in jedem Rennen ist immer irgendwas. Zeit für... Machen wir gut. Dann haben wir das Rennen auch schon demoliert.
Dominiert! Demoliert, hallo? Demolieren tue ich nur mein Auto. Leider war. Schon wieder das. Ist schon geil, dass es 8 Autos sind, aber wenn ich immer nur erste fliege, ist es nur 6. Ich check das nicht. Weißt du, wenn wir in einer Gruppe sind, ne, Leute, müssen wir zusammenhalten. Das ist doch nicht zu glauben! Mann! Guck mal! Wie der aussieht, ey! Wegen dem kleinen Rempler! Direkt demoliert, als wär's sonst was! Lächerliche Kacke! Lächerlich! Du verpiss dich da! Nächste Sache, wenn wir das Rennen gewinnen, ist eh schon dominiert, also dann ist der Renntag schon gelaufen wieder mal. So, ganz außen. Nee, ey, ich stelle mich an wie ein, keine Ahnung was. Ey. Um Himmels Willen, ey, was ist da los? Das gibt's nicht! Oh, ja, Leute, von Leute. Aha, toll, danke. Ich war so beschissen. Ich bin so blöd. Diese Nitro. Sieht schon besser aus. Und dieser sieht auch sehr, sehr gut aus. Kriegen wir den auf 30? Das wäre schon nice, ne? Ja, kriegen wir. Locker flockig. Gut, das hätte ich ein bisschen mehr Vollspeed durchfahren müssen, aber komm. So, komm schon. Wir kommen noch auf 30, ganz sicher. Da berührt er mit seinem fetten Arsch die Wand, Alter. Was ist da los? So, 30. Kann man das halten? Ich glaube nicht. Ne, werden wir nicht halten können, glaube ich. Dafür ist es zu kurvenreich hier. Denn jetzt gleich kommt die Vollbremsung. Na, sind wir doch ganz gut durchgekommen. Könnte was werden mit 30. Jawohl, 30, über 30 ist das geil. Gut, ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, mach ich jetzt mal. Reicht auf jeden Fall. Und dominiert. Yes, Baby. Reifenpaket. Junge, die zwingen mich, Geld auszugeben, ne? Die zwingen mich. Ich werde mal eben das Reifenpaket auf den... Ups. Auf ihn hier draufhauen. Reifen war das, ne? Das ist auch so toll, so scheiße, ne? Dass man dann ein Paket kriegt und dann. Ja. Wir haben 98.000, das ist schon nice. Sollen wir ein bisschen was machen? Wäre schon nice, ne? Also. Zumindest Lachgas. Stufe 2. Wir müssen noch ein paar mit dem fahren, ne? Also wir fahren nicht mal allzu oft mit ihm, aber. Oft genug halt eben. Dann nehmen wir das halt mit. Das Z, da könnte man ruhig noch ein bisschen was draufhauen. Wo bin ich denn da?
Hallo? Schon eher. So. Ja komm, weil wir es haben. Man auch zwei machen, ne? Das wäre schon nice. Ja, komm. Das ist schon nice, ey. Boah, fangen wir mit dem nächsten Event an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gibt's, wie viele Tracks gibt es? Das geht doch flott. Da hauen wir aber alles weg. Da mache ich jetzt noch ein Drag-Rennen und dann machen wir mal die anderen Rennen im nächsten Part. Deswegen Headmilen. Das waren meine reibenden Hände. Ja, also wirklich. Oh, das mit Ampel finde ich gut. Ich muss den, glaube ich, noch ein bisschen bearbeiten, dass er noch ein bisschen mehr drauf geklatscht ist. Ja, komm schon. Bin wieder nicht so gut unterwegs. Scheiße. Nur gut. Wie geil ist das denn? Woo! Boah, Junge, 14,34. Das ist doch nicht mehr normal. Natürlich kriegen wir es besser hin, weil das war nur guter Grip. Guter Grip. Auch wenn wir super perfekt geschafft haben, so besser geht das gar nicht. Aber doch, das kriegen wir doch besser. Der Typ ist eine Macht da draußen auf dem Strip. Ein echter Bleifuß. Und er hat die richtigen Reflexe. Muss man ein bisschen mehr nach brechen. Ah, das ist echt nicht so prickeln. Schon. Ah, besser. Hui. Ist das geil. Ist das geil? Oh Leute, wirklich, ne? 366 PS! Ja, ihr sollt euch alle... Mann, komm schon, ich brauch mehr Grip! Das war echt nicht gut, da war ich mal besser. Das könnte auch was werden und... Oh, Junge! 14,11! Was? Alter, ist das krass! Was? Wir haben schon was gewonnen. Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Part und ciao.